Bei Holzköpfen. Nur bei muskulösen. Hm. Vor allem, wenn die etwas heller sind. Schneeweiß, genau. Du bist schneeweiß, ey. Ich weiß, ich bin Schneekind. Bist nie aus deinem Keller rausgekommen, wa? Mhm. Ups, das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Das auch, genauso wenig gehe ich aus unserer Zwergenhöhle hier raus. Zwergenhöhle? Naja, wir sind klein und... Ja. Und das soll jetzt unsere Höhle hier sein, okay? Ja. Er ist getroffen! Ah, ich habe ihn voll ins Gesicht geschießen. Schießäffchen. Wie ich gerade eine... Schießäffchen. Trophy nach der anderen hier raushaue. Was soll das? Richtige Beure. Ich fand's lustig, wie irgendwer von deinen Freunden mal gedacht hat, ich wäre Beure. Wo ich... Ich weiß nicht mehr, wer das war. War das? Warum sollte ich mal denken? Ich glaube, das war diese Franzi, glaube ich sogar. Die mich gefragt haben, ob ich irgendwie Bayer wäre. Ach so, wegen dem Dialekt, den du hast. Ich habe gar keinen Dialekt eigentlich. Manchmal schon. Ja, aber dann rede ich absichtlich so. Verstehst du? Wieso machst du das? Das klingt voll hässlich. Ich finde manchmal einfach recht lustig, einen gewissen Dialekt zu haben. Beziehungsweise einfach. Ich finde, der Dialekt, wo du herkommst, klingt dumm. Boah, das ist er wirklich. Das ist echt nicht schlimm. Richtig dumm. Das klingt unhöflich und dumm. Eine aus meiner. Studienkolleginnen, die. Nein, die kommen nicht daher, wo ich herkomme. Genau, aus demselben Ort. Ah, aus demselben Ort, die, ja. Okay. Oh, das klingt so schrecklich, wenn die so redet. Kommt die wirklich aus dem Ort, oder? Ja, die kommt aus dem Ort. Und nicht irgendwie drumherum vielleicht? Nein. Schade. Sonst also. Könnte ich es irgendwie auf irgendein Dorf schieben oder so. Wie du meinst, eine andere. Nein, ich weiß, was du meinst. Aber ich, was ich... Oh, wo, Draco, was machst du da für ein Bullshit? Voll in die Eier geschossen. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ja, Draco! Du hast zuerst den Typ erst abknallen sollen, bevor du kletterst. Naja, gut. Aber du schaffst ab hier, ist auch schon mal was. Nein, die kommt genau aus dem Ort. Es ist echt nicht schön. Da krieg ich ja sogar neuen Dialekt noch ganz wenig. Dein Dialekt klingt besoffen. Ja, wir haben sie. Nee, nicht wirklich. Besser als deine. Ich weiß ja nicht. Ich versuche es zu verbergen, aber ich kann das voll oft nicht. Das können die wenigsten. Sag mal, wie viel Schüsse... Hält er aus? Er war seine Mutter auch so. Ach, du hast ihn nur 5 Schusswunden. Kannst ja trotzdem zur Schule gehen. Ja. Nicht so wie meine. Stimmt, deine war ist richtig eine so eine. Oh, du hast Husten. Komm, bleib zu Hause. Geht's dir nicht gut? Komm, ich mach dir einen Tee. Ich hab halt eine fürsorgliche Mama. So, ach, 5 Schusswunden kommen. Schaffst du noch. Gehst zur Schule. Kannst dich danach ausruhen. Fürsorgliche Mamas. Hm. Weißt du, wie ich mal als Kind Schule geschwänzt habe, in Anführungszeichen? Ich habe mich irgendwie fertig gemacht. Da war so kein Bock zur Schule, habe ich ins Bett gelegt, habe so getan, als ob ich schlafe und habe gewartet, bis irgendwer aufwacht, sozusagen. Und dann hat mein Vater mich irgendwann gefunden, so von wegen. Und ich so, ja, Vater, das lohnt sich nicht mehr zur Schule zu gehen und so und bla und blub. Ach, also, halt, schlafen hast. Ja, genau. Und dann. Aber gut, dann warten wir, bis deine Mutz da ist, so von wegen, und soll die halt das regeln, weißt du so. Und dann ist meine Mutz irgendwann heimgekommen und dann sagt, oh Gott, bleib jetzt zu Hause. Das ist Ramses Schiff. Ich dachte jetzt gerade so was Cooles, du hast dich krank gestellt oder so. Endlich, jetzt. Das habe ich auch gemacht. Echt? Oh, ja, ich habe auch mal gesagt, mir geht's nicht so gut. Hast du auch die volle Ladung bekommen? Chaos. Ach, recht, ja. Mist. Okay, Plan B. Moment. Hier Cutscenes, sie sollten mir nicht belabern vielleicht. Mhm. Moment. Na, das ist der Pirat.
halten sie Sully bestimmt fest. Ich muss auf das Schiff. Einmal bin ich zu Hause geblieben, da ging es mir nicht gut, weil ich bin halt so schnell aufgestanden, da ist der Kreislauf erstmal abgesackt, dann stand ich im Bad erstmal so. Dann durfte ich zu Hause bleiben. Ich habe nur gesagt, mir geht's nicht so gut. Sozusagen. Ich geglaubt. Ich so, zum so kann man das nennen, ja. Wo dass du so ein Bibi bist, wenn du krank bist, Mann. Kein Wunder, so wie die dich ummuttert hat. Ich bin gar kein Bibi, wenn ich krank bin. Ich bin immer noch der gleiche Hardcore-Zocker wie immer. Du bist ein richtiges Bibi, wenn du krank bist. Nein, überhaupt wie nicht. Wie alle Männer. Gar nicht. Ich bin nicht so wie der aus der einen Medizinwerbung, der dann so, ruf meine Mutter an, ich sterbe. Im Gegenteil, ich würde gar nicht wollen, dass du meine Mutter anrufst. Damit sie sich nicht so viel Sorgen macht. Ich mag das nicht, wenn Leute sich zu viel Sorgen machen. Die macht sich immer Sorgen, wenn du krank bist. Ich glaube, die macht sich rund um die Uhr Sorgen. Ich weiß, wenn ich dir Sorgen, wenn du zu der fährst und du fährst. Und ich so, die glaube ich dauernd schleifen mit dir telefonieren. Damit die weiß, dass dir nichts passiert. Richtige Mutter, ey. Ich glaube, man hat diesen Mutterinstinkt irgendwann abgelegt. Schlechte Mutter. So, nehmen wir mal diese Präzisionspistole mit. Ah, dahin soll ich, okay. Was ich cool fand, nachdem ich 18 war, bin ich einmal morgens aufgestanden, als der Wecker geklingelt hat. Und ich dachte mir, weißt du was? Heute nicht. Bin einfach zu Hause geblieben. Ja, das kann man machen in der Schule. Im Job nicht mehr. Ja, leider. Oh, das hat mich auch so übel aufgeregt in der Ausbildung, dass ich wirklich immer hin muss. Vor allem, ich hatte so eine beschissene Ausbildung, weißt du, ich meine? So einen richtig behinderten Betrieb, der einfach so richtig dumm war. Und da ich schon mal gewechselt hatte, wollte meine Ausbilderin, die von meinem Hauptbetrieb quasi war, nicht, dass ich nochmal. Oder hat gemeint, ja, wenn du was findest, so von wegen. Ich habe eigentlich nie geschwänzt, kann man sagen. Oh, du braves Bibi. Ja, was, wenn es mir nicht gut geht, wieso. Also, wenn es mir gut geht, soll ich so nicht hingehen? Ja, ich hatte einfach manchmal nur keinen Bock. Also, so wirklich war. Ja, ich auch, aber trotzdem. Oh, nö. Ich hab ja Fehlstunden unnötig. Ja, ich habe das wenig auffällig gemacht. Bei mir gab es nur ein paar Fehltage. Insgesamt, ich hatte pro Jahr dann hier durch das Schwänzen vielleicht 2-3 extra Fehltage oder so. Plus 3 bis 5. Ja und? Das waren dann so 40-50 Fehlstunden. Das sieht dann natürlich viel mehr aus. Nämlich 8 Stunden pro Tag, meistens. Raue See. Ja, wir nicht, wir hatten halt so normale Schule bis zum 1. Ja, ich hatte ja Nachmittag. Das, wenn du 3 Tage gefehlt hast, hast du mal 27 Stunden einfach mal gefehlt. Oh. Deswegen hat ja wirklich Phasen, wo ich krank bin. Deswegen schon auf dem Zeug immer so 50 Stunden. Das klingt gar nicht viel. Das war irgendwie nur so eine Woche. Alles klar. Boah, was? Das wollte ich doch gar nicht. Lieber Bruder. Nicht einen gesehen, nein. Ja, doch, habe ich einen gesehen. Ich gesehen. Richtige Achtung, da rum, ey. Ballett. Nee, ich hatte das Glück, bei mir war es in Tagen dann und ja, ich war halt zu der Zeit dann auch nicht mehr so viel krank eigentlich wie in der Grundschule noch zum Teil. Oh, meine Schwester hatte damit voll die Probleme gehabt. Die war irgendwie sehr viel krank zur Grundschulzeit oder auch später dann sogar noch. Und dann, wow. Und dann irgendwie am Ende, ja, bla, ärztliches Attest gedöns und so. Weil die dann schon uns quasi unterstellt hätten, wir lassen die zu Hause oder irgendwie sowas. So richtig dumm einfach irgendwie, aber okay. Na, ich kann's verstehen, dass sie irgendwann halt ein ärztliches Attest wollen. Ja, von einem 18-Jährigen würde ich, verstehe ich das, ja, aber von einem Kind, keine Ahnung. Ich bin unterwegs. Echt? Was soll das denn? Warum sollte ein 18-Jähriger ein Attest brauchen und ein Kind nicht? Naja, bei uns war es so. Ein Unterschied. Worauf ich hinaus will, lass mich ausreden, ist, bei uns konnte man sich halt selbst verschulden, ohne Eltern. Das heißt, wenn du geschwänzt hast, hat außer dem Lehrer niemand mitbekommen, ne? Ja. Soll der jetzt echt zu diesem Boot schwimmen, zu dem Schiff schwimmen? Alter. Ja, immer noch nichts damit zu tun.
Ja, und ein Kind kann nicht einfach so schwänzen, normalerweise. Trotzdem könnt ihr die einfach so zu Hause lassen. Ja, das ist ja dumm. Es gibt aber Eltern, die sowas machen. Das ist ja mega dumm, das ist strafbar. Ja, es gibt aber Eltern, die sowas machen, deswegen brauchen und dass jeder ein ärztliches Attest, wenn man zu lange krank ist. Oder eher zu oft in dem Fall. Ja. Alter, so. Bibi, hört auf zu klopfen! Alter, sind das gerade wenig viele Leute hier. Zum Glück brauche ich nicht so viele Schüsse mit dieser Waffe. Jo, genau. Auf einmal ist die See hier so rau geworden, oder was? So von jetzt auf gleich. Das macht sehr viel Sinn. Wo muss ich hin denn? Hallo? Ach, guck mal. Ich bin so blind manchmal. Nehmt mich mit, Jungs! Oh! Wow, dieses... Oh, verdammt! Alter, wieso kommt jetzt aber so eine fette Welle hier rein? Alter, wie viele Wendungen dieser dritte Teil irgendwie hat. Ich hab noch mehr als der zweite. Gut, vom ersten brauchen wir nicht zu reden. Der hatte kaum eine Wendung. Ja. Kaum. Ich hatte den zweiten schon am besten. Ja gut, den dritten. Oh fuck, dann haben wir noch nicht durch. Das stimmt, aber bis jetzt halt. Nein, ihr dürft mich hier nicht zurücklassen! Ah, ich brauche. Okay, ich habe keine Waffen gerade. Die wurden mir weggespült. Scheinbar. Wir mögen keine blinden Passagiere. Alter. Du wirfst keine Granate da hinten. Ja klar. Jo, wo kommen die alle her, Mann? Komm, wieso sind hier eigentlich Schwarze? Ohne es jetzt böse zu meinen, aber wir sind noch im Jemen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ich sag mal... Ja, deswegen. Und wir sind ja auf der arabischen Halbinsel irgendwo jetzt unterwegs. Meines Wissens nach. Was? Alter, wir werden hier richtig geentert, wie so Piraten oder so. Alter, oh, fuck. Ich meine, was wollen Afrikaner wahrscheinlich? Warte. Ich hab's dir geschickt. Ah, okay. Ah, ich hab's verstanden. Alter, richtiger Kinnhaken, ey. Wow. Ey! Mach mal langsam hier. Mit der jungen Pferde. Was passiert hier gerade? Wieso bin ich gerade auf einen Schlag wieder fast tot? Was passiert hier? Ich glaube, ich soll hier rüber. Kann das sein? Gibt es einen Grund, wieso ich das hier bekomme? Bestimmt nicht um... Was ist für ein Terminator, Alter? Da fahren die Schiffe eigentlich so schnell, das geht gar nicht. Was heißt hier schnell? Das heißt auch schnell. Es gibt auch schnelle Schiffchen. Ja, aber dann nicht ohne Motor. Die sind alle mit Motor.